In dieser Aufgabe spielen wir so ein bisschen mit diesem Nabla-Operator hier. Also wir schreiben so partielle Ableitungsoperatoren, die bilden Ableitungen nach den jeweiligen Variablen in einen Vektor rein. Wenn wir das auf eine skalare Funktion anwenden, zum Beispiel auf diese hier hinten, dann ist das das, was wir bisher Nabla V oder den Gradient von V genannt haben. Dann steht also in der ersten Komponente die partielle Ableitung nach x, in der zweiten die nach y und so weiter. Und jetzt wollen wir mit dem Ding ein bisschen spielen und wollen sagen, naja, wir können doch auch das Skalarprodukt von dem mit dem bilden. Dann müssen wir also das hier nach x ableiten plus das hier nach y plus das hier nach z. Oder ein Kreuzprodukt könnten wir auch bilden. Diese Dinger bekommen dann Namen. Dieses Skalarprodukt heißt dann Divergenz und dieses Kreuzprodukt heißt Rotation. Was die anschauliche Bedeutung von Divergenz und Rotation ist, das werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt richtig sehen können. Momentan bilden wir diverse partielle Ableitungen und fassen die irgendwie lustig zusammen. Also machen wir das mal als reine Rechenübung. Wir haben die Divergenz von f zu bilden, das ist also das Skalarprodukt von diesem Nabla-Operator mit dem f. Und dazu müssen wir also jetzt die erste Komponente nach x ableiten, das gibt eine 1. Die zweite Komponente nach y ableiten, y taucht hier gar nicht auf, das gibt eine 0. Plus die dritte Komponente nach z ableiten, hier steht ein z, da wird also aus dem Sinus ein Cosinus und dann kommt noch ein y raus, also x, y, Cosinus yz. Und das wäre schon die Divergenz von f. Dann vielleicht weiter diese Rotation von f. Da bilden wir also das Kreuzprodukt dieses Nabla-Operators mit der vektorwertigen Funktion f. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes das d nach dy auf die dritte Komponente anwenden und dann minus das d nach dz auf die zweite Komponente angewendet. Also d nach dy auf die dritte Komponente angewendet, da kommt ein z aus dem Sinus raus und aus dem Sinus wird ein Cosinus, oder? Ja. Also x, z, Cosinus von yz minus. Und jetzt zweite Komponente nach z, das gibt, wenn wir dieses z hier vorne ableiten, gibt es einfach ein Cosinus z, aber minus das Ganze, also minus minus gibt plus. Und wenn wir den Cosinus ableiten, wird er ein Minus Sinus, das heißt, es steht hier ein Plus, aber wir müssen minus diese Ableitung bilden, also insgesamt minus z mal Sinus z. So weiter. Jetzt müssen wir als nächstes die erste Komponente nach der dritten Variablen ableiten. Das gibt 0 minus die dritte Komponente nach der ersten Variablen ableiten. Also kriegen wir in der zweiten Komponente hier ein Minus Sinus yz. Und dann haben wir als letztes noch die erste Komponente auf die das d nach dx auf die zweite Komponente anzuwenden, minus über Kreuz, so rum hier. Also d nach dx auf die zweite Komponente gibt eine 1, minus d nach dy auf die erste gibt auch eine 1, also steht insgesamt hier in der dritten Komponente, schreibe ich das gleich so hin, eine 0. Gut, so hätten wir also auch die Rotation von f bestimmt. Und jetzt widmen wir uns dieser skalaren Funktion hier und als erstes ist gefragt der Gradient von V. Der Gradient von V, das ist also Nabla V. Und da schauen wir uns vielleicht diese Funktion, ja, damit wir nachher ein bisschen kürzer schreiben können, gucken wir das nochmal an. Hier unten steht doch x² plus y² plus z² und daraus die Wurzel. Also das ist gerade der Betrag des Vektors x, y, z, was hier im Nenner steht. Jetzt müssen wir also die partielle Ableitung nach x, die partielle Ableitung nach y und die partielle Ableitung nach z bilden und die dann komponentenweise, schreiben wir es nochmal hier hin, die dann komponentenweise in die
in so einen Vektor reinschreiben. Also hier steht unsere Funktion, die wir ableiten. Und was brauchen wir jetzt als erstes? Zum Beispiel die Ableitung nach x, dv nach dx. Was ist denn das? Ja, wenn wir diese Wurzel hier ableiten, hier steht ja mit einer Wurzel im Nenner, kommt ein minus ein halb raus. Und dann wird aus dem hoch minus ein halb wird ein hoch minus 3 halbe. Also haben wir x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat hoch 3 halbe im Nenner stehen. Und jetzt eine innere Ableitung, kommt noch ein 2x raus. Da können wir hier eine 2 kürzen. Das heißt, insgesamt bekommen wir minus x durch den Betrag von x hoch 3. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt mit einem y gemacht hätten hier an der Stelle, dann wäre halt hier an diesen Stellen ein y aufgetreten, ansonsten hätte sich nichts geändert. Das heißt, wir können sofort sagen, wir wissen, was hier insgesamt rauskommt. Hier kommt insgesamt raus minus der Vektor x durch den Betrag von x hoch 3. Das ist der Gradient von dem Ding. Ach so, und wo übrigens, wenn ich ableite diese Funktion hier, dann sicherlich nur weg vom Ursprung, denn im Ursprung ist die ja nicht mehr stetig und erst recht nicht diffbar. Da haben wir ja einfach so eine Singularität hier, 1 durch 0. Also, das ist jetzt alles, schreiben wir das hier hin, für x weg vom Ursprung. Die erste Funktion f, die konnten wir überall, wo wir wollten, konnten wir die ableiten. Da gab es in keiner Komponente irgendwo Probleme. Okay, jetzt haben wir also den Gradient von f. Jetzt bilden wir mal die Divergenz vom Gradient. Divergenz vom Gradient. Ich f gesagt, v. Also jetzt das Skalarprodukt wieder von diesem Nabla-Operator mit dem, was wir gerade hier rausbekommen haben. Ja gut, dazu brauchen wir jetzt zum Beispiel solche Sachen wie d nach dx angewandt auf die erste Komponente. Die erste Komponente hier war gerade ein minus x durch x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat hoch 3 halbe. Wenn wir das nochmal nach x ableiten, ich lese das mal als ein Produkt, also den Faktor minus x abgeleitet, das gibt eine minus 1 und den zweiten Faktor abgeschrieben ist also hier unser quadratischer Term hoch 3 halbe. Und dann jetzt, wenn ich das weitere, das minus x hier abschreibe und den 1 durch Term ableite, dann kommt also erstmal ein Faktor minus 3 halbe runter. Dann wird aus dem hoch minus 3 halbe wird ein hoch minus 5 halbe, also mit 5 halbe hier im Nenner. Und als innere Ableitung kriegen wir ein 2x raus. Da können wir wieder kürzen. Hier diese 2 mit dieser 2. Die Pluszeichen gehen auch gegeneinander weg. Und jetzt bringen wir das auf den Hauptnenner. Der Hauptnenner wäre das Ding hoch 5 halbe, also x Betrag hoch 5. Und dann müssen wir hier vorne einmal mit x Quadrat, y Quadrat, z Quadrat erweitern. Dann haben wir also x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat minus 3. Wieso minus? Plus 3x Quadrat, aber da vorne war das Minuszeichen. So, falsch. Hier stand eine minus 1 und das erweitere ich mit x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. Also hier vorne sind Minuszeichen und hinten gibt es ein plus 3x Quadrat vom zweiten Term. So, und was wäre jetzt hier wieder, wenn wir das Gleiche machen? Wenn wir nach y ableiten in der zweiten Komponente, dann steht hier, wo ich orange eingekringelt habe, jeweils ein y. Das heißt, der einzige Unterschied ist, dass dann hier hinten Ys auftauchen, also hier ein Y-Quadrat. Das heißt, wir kriegen immer den gleichen Ausdruck. Und wenn wir die alle zusammenzählen, dann haben wir hier immer gerade ein 3x-Quadrat und von jedem Term ein minus x-Quadrat. Es gibt also 0 und genauso mit den Ys und so weiter. Also wenn wir das jetzt hier wieder verwenden, dann sehen wir, da kommt in diesem Fall 0 raus.
für die Divergenz. Das liegt an dieser speziellen Funktion v hier und alles weiterhin für x weg vom Ursprung. Nur da haben wir rechnen können. Und jetzt haben wir als letztes noch die Rotation des Gradienten von v zu berechnen, also jetzt das Kreuzprodukt. Und ja, jetzt überlegen wir nochmal, wie ist das mit der Rotation? Da muss ich ja immer so über Kreuz ableiten. Also, na, vielleicht schreiben wir es lieber hin. So, da habe ich d nach dx, d nach dy, d nach dz. Und im Gradient, da habe ich ja dv nach dx, dv nach dy, dv nach dz. Ach so, und nicht so wie, Gottes Willen. So, nicht so, wie ich das hier hingeschrieben habe, sondern ein Kreuzprodukt muss ich bilden. Also, wenn ich das mache, was kriege ich dann in der ersten Komponente? Da muss ich d nach dy auf das dv nach dz anwenden. Also kriege ich ein d2v nach dy dz minus, und jetzt muss ich das d nach dz auf das dv nach dy anwenden. Dann habe ich also ein d2v nach dz dy. Und hier in den anderen passiert das genau gleich, nur dass wir statt x und y hier dann im zweiten Fall z und x und im dritten Fall, im ersten hatten wir x, y, z, im zweiten z und x und im dritten Fall dann x und y hier auftauchen haben als an diesen Variablen. Aber das Entscheidende ist, wir haben hier so zweite partielle Ableitungen zu bilden, gerade die gleichen bis auf die Reihenfolge. Und wenn jetzt also unsere Funktion schön differenzierbar ist, und das ist sie, solange wir wegbleiben vom Ursprung, dann ist das auf jeden Fall 0. Also schon so, 0-Vektor. Ja, das wäre also wegen Lemma von Schwarz, und die Funktion v ist diffbar für x ungleich 0. Und zwar so oft, wie wir wollen. Also in dem Fall hier, sagen wir mal, zweimal stetig diffbar. Fügen wir hier noch ein. Das heißt, immer wenn die Funktion oft genug differenzierbar ist, wird die Rotation vom Gradient automatisch 0, egal wie das v aussieht.